Hallihallo, ihr Lieben. Heute gibt's einen schnellen Tipp, der mir besonders am Herzen liegt. Und zwar hör auf dein Bauchgefühl. Ich bekomme zurzeit trotzdem noch ganz, ganz viele Anfragen. Das ist ganz lieb für Einzeltrainings oder Gruppenstunden oder allgemein für meine Hundeschule. Kann es aber zurzeit leider nicht so bedienen. Den Tipp, den ich aber jedem immer mitgebe: Egal, was du mit deinem Hund machst, egal, ob du dir jetzt eine andere Hundeschule suchst oder ob du selber mit deinem Hund trainierst, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann mach doch das nicht mit deinem Hund. Das ist das Wichtigste überhaupt im Hundetraining, dass man auf sein Bauchgefühl hört, dass man nur Dinge macht, die man richtig findet, dass man, wenn man so eine Intuition hat, der ruhig auch folgt und nicht nur, weil es die Regel ist, das irgendwie anders zu machen, dass man sich zu irgendwas verpflichtet fühlt. Hör auf dein Bauchgefühl, egal ob du selber mit deinem Hund trainierst, egal ob du dir eine andere Hundeschule suchst und guckst, ob die das Richtige für dich ist. Egal was, hör auf dein Bauchgefühl. Macht's gut!